Hallo, ich bin's, euer Dirk Immelmann nochmal. Ja, es gab ja in meinen Videos auch sehr viele Diskussionen darüber, was das Auto verbraucht und wie das im Verhältnis zu Tesla zu sehen ist. Ja, die nachfolgenden kleinen Sequenzen habe ich einfach mal aufgenommen, um mal darzustellen, wie sich halt auf einer Langstrecke bei einer normalen Fahrweise, halt so wie ich früher mit meinem Tesla Model S 85 auch gefahren bin, ja, die Verbräuche entwickeln und mit was man denn tatsächlich beim realen Fahrbetrieb halt so zu rechnen hat. Dazu immer noch mal auch so eine kleine Betrachtung, wie ist die Ladesituation? Also ich lade halt entweder zu Hause oder im Hotel oder aber an HPC-Chargern, und zwar welche, wo der Audi seine Ladeleistung ausspielen kann. Das ist im Wesentlichen Allego, Fastnet und Ionity. Da der Bericht von Stefan Möller von Nextmove halt da auch tatsächlich was Desaströses, finde ich, dann an Ladeerfahrung ergeben hat, wollte ich dann jetzt auch mal so meine Erfahrungen jetzt so aus den ersten 2100 Kilometern mal rüberbringen nochmal. Bin halt der Meinung, ja, dass das so halt bei mir nicht auftaucht, muss man ja auch mal sagen. Also es gibt durchaus mal kleine Probleme, die verschweige ich ja auch nicht. Kommt in den nachfolgenden kleinen Videosequenzen auch mal wieder ein kleines Problem. Aber dass man jetzt von so einem Ladedesaster reden kann, da bin ich der Meinung, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Insofern würde ich jetzt eher sagen, auf der Strecke ist es halt so, bei mir ist die Reisegeschwindigkeit ist gestiegen mit dem Audi e-tron, obwohl er mehr verbraucht. Zu den Verbrauchswerten seht ihr ja gleich noch was. Im Verhältnis halt vorher bei meiner gemischten Fahrweise auf 110.000 Kilometern hat mein Tesla Model S 20,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht. Und ja, es ist halt auch ein ganz anderes Fahrzeugkonzept. Naja, also als kleine Information, wie entwickelt sich so ein Verbrauch auf einer normalen Strecke, mehrere Ladesequenzen und vielleicht auch noch eine kleine Anmerkung zu dem Video von Stefan Müller von Nextmove, woran das vielleicht auch liegen könnte. Naja, viel Spaß. Da ging die Strecke, ging also auf der Autobahn immer bergauf, bergunter, ein paar Baustellen, 85 km/h im Durchschnitt. Ja, 24,5 Kilowattstunden Verbrauch. Langzeitspeicher liegt jetzt bei 26,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, bei 1803,3 Kilometern, die 47 Kilometer im Durchschnitt. Basieren natürlich darauf, dass das Fahrzeug ein Ausstellungsfahrzeug war, habe ich ja schon mal gesagt. Und dieses Ausstellungsfahrzeug hat halt den Nachteil, dass es relativ lange gestanden hat und gar nicht gefahren ist und also quasi im Stand die Energie verbraucht hat. Wir beobachten den Verbrauch. So, kleiner Zwischenstand. Der nächste Strecke 135,2 Kilometer, 24,2 Watt, Kilowattstunden auf 100 Kilometer, 83 km/h. Stimmt nicht, ich bin hier mit 89 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit angekommen. Strecke war von Frankfurt hier nach Bad Honnef zum Ionity Charger. Da muss man ganz ehrlich sagen, da geht es also mehr die Hügel hoch. Fahrgeschwindigkeit war wie immer bei mir zwischen 110 und 130, jetzt sogar auch mal bei 140. Ladung an dem Charger, beim ersten Mal, glaube ich, war es der klassische Pin-Stecker-Kontakt, weil der Stecker so schwer ist. Ja, da muss man ihn nochmal rausstecken und wieder reinstecken, hat aber alles problemlos funktioniert. Wobei ich hier ganz ehrlich sagen muss, zeige ich euch gleich auch mal, also den Charger-Aufbau verstehe ich schon nicht. Langzeitspeicher ist jetzt inzwischen auf 26,6 Kilowattstunden pro 100 Kilometer runtergegangen, also aktuell sinkt er noch. Ja, wollen wir mal schauen, wohin sich das entwickelt. Ich bleibe dabei und mache wieder eine kleine Notiz beim nächsten Das ist Laden. jetzt der Ionity Charger. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich verstehe nicht so ganz. Hier sind noch so Säulen. Also wie fährt man hier rein und raus? Wie soll man hier laden? Also der muss rückwärts laden oder vorwärts laden, keine Ahnung. Hier ist so eine Durchfahrt. Das Ganze ist ungemein eng. Ja,
Also er steht hier da, ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig stehe oder ob ich hier andersrum stehen muss oder ob man auf der anderen Seite stehen muss. Also ja, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Da steht einer, da kommt man eigentlich kaum raus, weil das nochmal so geblockt ist. Ja. Verstehen tue ich diesen Lader nicht so ganz. Warum man die Säulen hier nicht einfach nebeneinander hinstellt, wird, glaube ich, für man Rätsel bleiben. Ja, und das ist halt die klassische Ladeleistung von einem Audi e-tron. Ja, und wieder dasselbe an der Ionity-Säule. Das ist jetzt einfach die Ladung beendet bei 91%, obwohl ich eigentlich einen Batteriefüllstand von 100% gewählt hatte. Und jetzt kommt wieder der Klassiker, kann ich euch mal zeigen. Das ganze Ding steht jetzt hier auf keine Spannung und jetzt kann ich hier drauf drücken. Und heute kann ich ihn sogar rausziehen. So, jetzt ist natürlich die große Frage, ist das ein Problem von der Säule? Ich werde jetzt hier nochmal die MeinGo-Karte nehmen und werde nochmal gucken, ob wir die Ladung nochmal starten können. Authentifizieren. Ja. Wollen wir mal gucken, ob die Ladung neu startet. So, er initialisiert sich noch. So, und wie man sieht, ist der Ladevorgang aktiv und er lädt wieder. Ja, das ist natürlich jetzt hier bei den Ionity-Säulen, ist das wirklich ärgerlich zu dem Zeitpunkt, wenn man halt sagt, dass man halt zu einem Pauschalpreis lädt. Man will zu 100% laden, aber bei 85 oder 91% ja, bricht dann im Endeffekt die Ladung ab. Werde ich mal wieder vermerken, weil das ist dann auch wirklich was, da muss man mal mit dem Anbieter, mit dem man einen Pauschalpreis vereinbart hat, auch mal ausdiskutieren, warum das eigentlich so ist. Und ja, es sieht auf jeden Fall so aus, als könnte das Auto eigentlich problemlos weiterladen. Ja, nur es bricht einfach die Ladung ab und sagt, das war's, ich bin zu Ende. Und wenn man sie nochmal anstartet, funktioniert es wieder. Naja, ist ja auch ein Geschäftsmodell, einfach ein bisschen Geld zu verdienen. Also auf jeden Fall würde ich jetzt mal sagen, weil das jetzt auch hier mit der MeinGo, die restlichen Prozente, also es bleibt jetzt noch, denke ich, das werden so 9 Kilowattstunden sein. Da die problemlos geladen werden können, ist es eindeutig ein Problem von den Ionity-Säulen. Zumindest in Verbindung mit dem Audi e-tron, dass da ein kurzzeitiger Spannungsverlust ist oder woran es auch immer liegen mag. Also ich kann es auch nicht genau sagen. An der Fastnet-Säule, wo ich auf der Hinfahrt nach Frankfurt geladen habe, war das absolut problemlos. Es war übrigens dieselbe Säule, die beim ersten Mal nicht beim ersten Mal funktionieren wollte. Da habe ich dann dieses Mal direkt den Trick versucht, dass ich das Auto ausgeschaltet habe, dann nochmal eingeschaltet habe, Gang eingelegt, also hier diesen Fahrwahlschalter gewählt, das Auto wieder auf Parkstellung gebracht und ausgeschaltet und dann eingesteckt und dann hat auch das Fastnet-Laden problemlos funktioniert. Also das ist jetzt kein Ladeproblem, bin ich jetzt der Meinung. Der Stefan von Nextmove hat ja ein Video veröffentlicht, wo er also halt scheinbar ein Ladedesaster hatte mit dem Audi e-tron. Ja, auf dem Fahrt zu seiner Messe nach Hannover kann ich so
also nicht nachvollziehen. Ich meine, das ist jetzt hier vielleicht ärgerlich, dass man dann einen Ladeabbruch hat und dann nochmal laden muss, aber es war bisher eigentlich immer so, dass das Auto wirklich absolut problemlos an den Ladesäulen dann im Endeffekt laden konnte. Eventuell ist es auch so, das wäre jetzt so meine Empfehlung auch nochmal, wirklich zu gucken. Er hat ja ein sehr, sehr frühes Modell gekriegt, weil ich meine, die Fahrt zur Hannover Messe, das war ja irgendwann, muss ja Anfang April gewesen sein. Wir haben inzwischen Mitte Mai. Ich vermute schon, dass da noch gewisse Software-Updates auf die Autos gekommen sind und da zeigt sich halt die kleine Schwäche aus meiner Sicht eben vom Audi e-tron gegenüber so einem Tesla. Sobald bei einem Tesla im Endeffekt eine Problematik erkannt wird, kommt ein Software-Update. Das wird halt aufs Auto aufgespielt. Und hier ist es halt im Endeffekt so, ja, also ich muss auf jeden Fall für solche Fahrzeugeinstellungen, für die Services zu Audi, ich werde den Techniker mal fragen, ob die eigentlich, so wie ich das verstanden habe, zwar over the air von Audi kommen, aber eben nur vom Service eingespielt werden können. Das ist natürlich ein Nachteil, weil sie auf Problemsituationen eben nicht reagieren können. Das würde bedeuten, also wenn es tatsächlich ein Softwareproblem vom Auto ist, dass jetzt der Stefan von Nextmove mit seinem Auto in die Werkstatt fahren muss, um dieses Software-Update aufspielen zu lassen. Und das kostet dann halt Zeit und Geld. Naja, also die Ladung ist jetzt beendet worden und ich habe mir notiert, wann ich denn eigentlich hier angekommen bin. 33, irgendwie mit 30% Akkustand hier angekommen. Wir haben jetzt im Endeffekt 18:07 Uhr, sage ich mal, mit dem ersten Ladeversuch, der nicht geklappt hat, plus dem Ladeabbruch, plus dem Neueinstecken, sagen wir mal, da ziehen wir nochmal 5 Minuten ab. Es ist also eine halbe Stunde von 30 auf 100%. Das konnte ich definitiv mit meinem Tesla nie schaffen. So, jetzt bin ich zu Hause angekommen und ich muss sagen, ja, mit einem einigermaßen vorausschauenden Fahrstil, obwohl der jetzt nicht wirklich langsam war, mit 90 Kilometern im Durchschnitt, also immer zwischen 100, 120, 130. Allerdings muss man dazu sagen, von Bad Honnef auch ein bisschen bergab. Da hat man dann doch tatsächlich mal eine 20,4 und 380 Kilometer Reichweite. Langzeitspeicher ist inzwischen gesunken auf 26,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, dann gucken wir mal weiter, wie der Verbrauch sich entwickelt.